Freunde, willkommen bei Ghost TV. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich weiß, im Moment ist alles extrem nervig und stressig, zumindest hier bei mir. Sorry erstmal, dass das Video von der Elric jetzt eine Woche zu spät kommt, aber ich habe im realen Leben so viel um Ohren. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Nichtsdestotrotz muss der Kanal natürlich hier weiter bedient werden. Und da soll er auch. Und deswegen kommt heute das verspätete Video von der Elric. Zumindest das erste Video. Hier geht's mal um mein Fazit, um meinen Eindruck. Und ja, wie habe ich abgeschnitten bei der ganzen Geschichte. Es kommt auf jeden Fall noch ein Video mit bewegten Bildern, also mit Videosequenzen. Die zwei Frauen von meinen Kollegen vom Michael und vom René waren so freundlich während der Elric und sind über den Platz marschiert und haben der Hitze getrotzt und haben da anderthalb Stunden Videomaterial gesammelt. Vielen lieben Dank euch beiden nochmal dafür. Und das muss erst nochmal gesichtet werden, geschnitten werden. Das wird also noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass es irgendwo zum Wochenende funktionieren wird, weil ich auch noch ein paar Videos vorproduzieren muss, da ich ab Ende der Woche für ein paar Tage verschwunden bin. Aber das ist nicht euer Problem, das muss ich regeln und das kriegen wir auch in den Griff. Wenn euch das Video hinterher gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da und wir legen einfach mal los. Wie war die Elric für mich persönlich? Ihr habt ja schon bei dem Video von Ken gesehen, von Gunvlog. Wir haben uns da getroffen, haben ein bisschen gequatscht und ja, hatten jede Menge Spaß. Das Training, fangen wir mit der Anreise an. Die Anreise war für uns zumindest hier sensationell. Wir hatten etwas über 700 Kilometer Anreise und waren nach 7,5 Stunden auch schon vor Ort. René aus unserer Truppe hat ein super Hotel gebucht. Wir hatten da unsere Ruhe, wir waren alleine, wir waren abgelegen. Das heißt, wenn man vom Stand kam, nachmittags oder abends, hat man wirklich seine Ruhe gehabt, konnte abschalten, noch ein bisschen fachsimpeln. Das war also schon mal eine super Geschichte. Und ja, als wir dann angekommen sind am Donnerstag, haben wir es erstmal ruhig gehen lassen, sind freitags morgens dann sehr, sehr früh zum Stand gefahren und haben uns dann da mehr oder weniger häuslich eingerichtet. Und da kam schon für mich das erste Fettnäpfchen, nämlich die Tatsache, dass so ziemlich jeder, der schon öfter da war, ja, ein Pavillon mit hatte, ein paar Stühle, sich da also sein kleines Reich einrichten konnte. Das Glück hatten wir nicht. Bei uns war es ein bisschen stressiger, hektischer. Wir haben das also völlig vernachlässigt in unserer kompletten Planung. Und ja, was soll ich sagen? Man hat dann irgendwo auf einer riesengroßen Wiese gesessen, mitten in der Sonne, kein Schatten, bei Temperaturen, die dann irgendwann auch mal deutlich über die 30 Grad gestiegen sind. Und das Ganze war jetzt nicht ganz so komfortabel, aber war unsere Schuld oder meine Schuld, ich hätte auch dran denken können, habe ich nicht gemacht. Also 3 Tage in der brütenden Sonne, trotz Wind war es sehr unangenehm irgendwann mal und es zerrte natürlich auch so ein bisschen an den Nerven und an den Kräften. Aber gut, wir sind also freitags hin, haben uns da mehr oder weniger eingerichtet. Ich persönlich hatte dann um 11 Uhr mein Training. Das Training ist dann dummerweise von 25 Minuten auf 15 gekürzt worden, weil schon jede Menge Rückstand von der Zeit her aufzuholen war. Aber gut, hat die Sache nicht einfacher gemacht. Aber ich glaube, das wäre bei mir dann beim Trainingstag auch völlig Latte gewesen. Denn ich hatte ein Riesenproblem. Wer die Elric kennt, der weiß, dass der Wind da immer eine extreme Rolle spielt. Ich habe mir sagen lassen von Schützen, die schon jahrelang dort starten, dass es in diesem Jahr angeblich extrem schlimm gewesen sein soll. Ich kann das nicht beurteilen. Für mich war es das erste Mal und eine Vollkatastrophe, was das Wetter angeht. Aber gut, für mich war aber das größere Problem, wenn man oben auf diesem Wall gelegen hat, von dem man aus geschossen hat, auf 3, 6, 800 und hinterher auf 1000 beziehungsweise über 1000 Meter. Da wusste ich eben nicht, was erwartet mich da oben. Wie sieht's aus, wenn 50 Schützen nebeneinander liegen, ich irgendwo in der Mitte, finde ich die Ziele, kriege ich das alles geregelt, dann auch noch in der kurzen Zeit. Also das Kopfkino lief da im Vorfeld schon auf Hochtouren. Und
ja, um 11 Uhr war es dann soweit oder um 11:30 eventuell, dann hatte sich ein bisschen verschoben, wie gesagt. Naja, dann lag ich da in meiner Box Nummer 43, relativ weit rechts außen. Und ja, die 300 Meter, ich blende euch das mal ein, die 300 Meter waren also direkt vor mir, beziehungsweise ich habe eben ganz außen gelegen, war okay. Und ich wusste es vom Schützen vor mir, dass die 600 deutlich weiter rechts sind. Und die 800 Meter wieder Pi mal Daumen über, also hinter den 300 Metern stehen letztendlich. Mich hat's total bekloppt gemacht. Ich habe also auf die 300 Meter geschossen. Ergebnis war einigermaßen okay. Und dachte dann, dass ich rübergehe auf die 600, weil ich wusste, dass alle extrem schräg in ihrer Box gelegen haben, um die 600 Meter Scheiben überhaupt beschießen zu können. Mir ist hinterher aufgefallen, du hast gar nicht so schräg gelegen. Und naja, war der Meinung, ich hätte die 600 beschossen, die eben extrem weit rechts standen. Hab dann zum Schluss die letzten Minuten noch schnell auf die 800 gewechselt, weil wie gesagt, nur 15 Minuten Zeit für 30 Schuss. Naja, und hab dann die 800 gesucht und hab dann irgendwann auch festgestellt, dass ich extrem weit rechts war, weil zwischen den Scheiben, zwischen der Scheibenanordnung war dann auch noch ein Weg, wo die Autos zur Treffaufnahme hin und her gefahren sind. Das heißt, bis Stand 35 war direkt vor mir. Dann war eine Lücke, bis ich dann erstmal geschnallt habe, dass er dann rechts noch ein Stück weiter ging, ist mir aufgefallen. Ich denke, Alter, das sieht doch so aus wie gerade auf 600 Meter. Ja, und habe dann quasi zweimal die 800 beschossen und die 600 komplett ausgelassen, weil ich es einfach nicht gefunden habe. Also das Training war extrem schlecht bei mir und da habe ich jetzt auch keine Fotos von gemacht, das wäre jetzt nicht der Rede wert gewesen und war natürlich dementsprechend enttäuscht. Aber als die 15 Minuten rum waren, war ich auch irgendwo froh, dass der Stress erstmal abgefallen ist. Danach habe ich mich wieder schön in die Sonne gesetzt und vor mich hingeschwitzt und mich natürlich geärgert. Wir sind dann abends nach Hause, waren auch völlig kaputt. Und ich hatte mir dann für den nächsten Tag vorgenommen, okay, beim Wettkampftag muss es besser laufen. Zumindest wusste ich ja jetzt, wo die 600 Meter Scheiben waren. Weil dieses Problem haben extrem viele Schützen gehabt, hat sich hinterher herausgestellt. Genauso wie die Windverhältnisse. Wir werden uns jetzt aber mal anschauen, wie ich denn am Wettkampftag selber abgeschnitten habe. Und wir fangen mal mit den 300 Metern an. Ich blende euch die mal ein. Hier seht das also. Ist für meine Verhältnisse, denke ich mal, okay gewesen, auch dafür, dass ich das erste Mal da war. Wie gesagt, die 300 Meter zu schießen waren jetzt nicht das Problem, aber die Wetterverhältnisse waren wirklich extrem, weil am Wettkampftag kam der Wind aus 11 Uhr, 12 Uhr und aus 1 Uhr und das Ganze war quasi im Sekundentakt der Fall. Das heißt, im Sekundentakt fast hat sich die Windrichtung geändert. Ja, und von daher war ich da eigentlich mit dem Ergebnis soweit ganz zufrieden. Am Anfang hieß es ja oder in den Vorbereitungsvideos, ja, ihr fahrt dahin oder du fährst dahin und klaust anderen die Startplätze. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so. Ich denke auch, ich habe mich nicht ganz so stark blamiert. Und wir schauen uns jetzt mal die 600 Meter an. Die 600 Meter, da kann man also sehen, die ersten waren wirklich soweit okay, waren mittig. Und dann kam natürlich diese Windgeschichte, die extrem war, wirklich. Ich glaube, das kann mir jeder bestätigen, der da war. Die Windböen, die noch dazu kamen, waren wirklich extrem. Und wir hatten teilweise, habe ich mir von Schützen sagen lassen, die auch nach uns geschossen haben, teilweise Böen bis zu 11 Meter die Sekunde. Und das wirkt sich natürlich irgendwo aus. Das heißt also, hier konnte man schon sehen, die Mitte war da, aber es wanderte eben auch viel rechts rüber. Aber auch da war ich für meine Verhältnisse zufrieden, weil ich habe die 600 Meter Scheiben überhaupt erstmal gefunden, dass ich sie überhaupt beschießen konnte, was ja am Trainingstag nicht der Fall war. Ja, und dann schauen wir uns mal direkt die 800 Meter an. Ja, da bin ich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, aber auch da ist der Wind natürlich noch extremer von den Auswirkungen her. Es war eine 8 dabei, da ist es auch bei geblieben. Dann waren noch 3, 4, 5, also 2 habe ich jetzt nicht mehr markiert, war uninteressant, weil die alle außerhalb der Wertung lagen. Aber zumindest habe ich
Treffer auf der Scheibe gehabt und war damit soweit auch ganz zufrieden. So dass man insgesamt sagen konnte, von 300 Ringen, die ich schießen konnte, in den Disziplinen 3, 6 und 800 Metern habe ich 165 erreicht. Ich persönlich bin damit zufrieden. Mehr als 50% Zielerfüllung und habe damit den 77. Platz belegt. In meiner Kategorie, also in meiner Wettkampfklasse Sniper, war ich dann der 77. von 121 Teilnehmern in dieser Kategorie. Von daher denke ich mal, alles okay. Unteres Mittelfeld fürs erste Mal. Ich bin zufrieden und ich gehe davon aus, dass man sagen kann, ich habe also keinem den Platz weggenommen. Wer sich die Ergebnislisten mal auf der LREC-Seite anschaut, der sieht, dass da also wesentlich schlechtere Leute dabei waren mit wesentlich weniger Ringen nach unten hin. Und von daher denke ich mal, ist erstmal alles gut. Jetzt nochmal zum dritten Wettkampftag. Also man am dritten Tag, als wir dann auch nach Hause gefahren sind, hatten wir das Glück, dass die Zeitverzögerung komplett aufgearbeitet wurde. Wir hatten dann auch wesentlich mehr Zeit wieder zum Schießen. Wir hatten dann 10 Schuss ohne Probe auf 1000, es sollten 1058 Meter gewesen sein. Ich blende es euch ein. Und da kann man eben schön sehen, es war nur eine 7 dabei. Aber dafür durch die ständige Änderung der Windrichtung sind dann die Treffer leider Gottes nach links oben abgewandert, so dass auch ja letztendlich nur 3 Treffer auf der Scheibe waren. Aber ich war zufrieden, denn mit diesem einen Treffer in der 7 habe ich zumindest den 39. Platz belegt von, okay, 45. Das heißt, die Disziplin mit den 1000 Meter plus haben in meiner Klasse wirklich nur sehr, sehr wenig überhaupt angetreten. Aber für mich war es ein Riesenerfolg. War okay, ich bin nicht Letzter geworden in der Disziplin und war auch für mich das erste Mal, dass ich also über 1000 Meter geschossen habe und bin froh, dass ich überhaupt was getroffen habe. Die Abreise war dann ja etwas nervig wieder. Wir waren alle ein bisschen kaputt von den Tagen und hatten aber das Glück, dass wir schon um 11:45 im Auto gesessen haben. Nichtsdestotrotz haben wir dann nach dem 11. Stau und der 2. Vollsperrung einer Autobahn aufgehört zu zählen und waren dann wirklich tatsächlich erst abends zwischen 9:30 und 10:00 zu Hause. Das war dann echt eine Katastrophe, zumal es ja montags morgens wieder an die Arbeit ging. Aber gut, das war meine Erfahrung. Es war eine Bombengeschichte. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Und ja, ich habe jede Menge nette Leute kennengelernt. Unheimlich viele von euch haben mich erkannt und angesprochen, was für mich am Anfang mal ein bisschen komisch war, weil es kamen Leute auf mich zu, haben sich mit mir unterhalten, mich gegrüßt. Ich kenne euch nicht vom Sehen, ihr kennt mich natürlich. Jetzt kenne ich auch ein paar von euch. War sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm. Und ja, ich weiß jetzt natürlich auch, wie Ken abgeschnitten hat. Ich weiß nicht, ob Ken seine Ergebnisse dann nochmal kundtun möchte. Ich werde es hier nicht machen. Auch wenn ihr mich danach fragt, weil ich denke mal, das kann er selber machen, wenn er es möchte. Aber ich denke, für uns beiden waren es jede Menge Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Wir haben viel gelernt und wir haben auch, ich sag mal, unsere Gilde würdig vertreten. So würde ich das mal sagen. Ken hat ja auch noch die Kleinkaliberklasse geschossen. Und da war es eben, habe ich mir sagen lassen, von unseren Leuten, die da geschossen haben, nochmal eine Ecke schwerer als für uns Großkaliberschützen. Ja, das soll's gewesen sein. Wie gesagt, beim nächsten Video am Wochenende hoffe ich, dass ich bis dahin fertig kriege, kommen die bewegten Bilder, mal so ein kleiner Zusammenschnitt von Impressionen, was wir da so erlebt haben, wie es war, wie das Ganze drumherum war. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin sage ich mal, haltet die Ohren steif und bleibt fit. Bis dahin. Ciao, ciao.